Und wir haben inzwischen noch jemanden, der mal gern mit dir telefonieren würde. Ja, da gibt es viele, die gerne mit mir telefonieren würden. Gucken wir mal, wer es ist. Hallo, Bushido. Wer ist denn da? Chanel. Alles klar bei dir? Ja, bei mir schon, bei dir? Ja, sowieso, weißt du. Wie sieht's denn so aus in Westdeutschland? Sehr gut, klare Luft. Schön. Nicht mehr so viel Gesocks hier unterwegs, ich muss nicht mehr hinter meinen Rücken gucken. Aber davon weißt du ja nichts, das sind wahre Geschichten, so, weißt du? Ja. Ey, was los, Alter? Ich hab gehört, hier ein paar Leute im Internet haben mir gesagt, dass du irgendwelche Drogen ausgespuckt hast. Ja, auf jeden Wenn ich wieder nach Berlin komme, wirst du irgendwas mit mir anstellen? Du hast meine Mutter beleidigt. Wie bitte? Du hast meine Mutter beleidigt. Was hast deine Mutter beleidigt? Wer hat deine Mutter beleidigt? Wo? Ich hab ein Interview, du Vogel. Hast du meine Mutter beleidigt? Ich hab du Vogel, Alter. Was redest du, Penner, Alter? Was redest du, dass du mit mir... Weil, guck mal, du packst dich mit Ria zusammen. Verstehst du was? Warte mal, lass dich mal beruhigen, okay? Du gehst mit Ria auf dieses Rap.de-Ding und dann auf einmal lässt du so krass über mich Abstand, einfach mich anzurufen und zu sagen, was los. Verstehst du, was ich meine? Wir haben uns auf dem Splash getroffen. Was war denn da? Wo war denn dein Arsch, Alter? Was war auf dem Splash getroffen? Mit deiner Schuss. Du hast mich noch nicht mal angeguckt. Du guckst auf den Boden, Alter. Guck mal, Chanel, ich sag... Ja, warte, sag mal ganz kurz ruhig. Komm mal von der Republika ein bisschen runter. Guck mal, ich sag dir eine Sache so. Du hast Rap... Riyad interessiert mich den Scheißdreck, so. Weißt du, ich weiß, das haben wir ja gemerkt. Aber der hat sich selber ein Bein gepisst mit der Aktie. Ja, das ist euer Problem. Ihr pisst euch alle gegenseitig an eure Beine. Okay, das ist eine andere Sache. So eine Sache. Vor vier Wochen, egal was ich gesagt habe, ich habe nie deine Mutter beleidigt, Junge. Ey, hör mal zu, Ennis, Alter, ich bin ein Mann, wenn ich deine Mutter beleidigt hätte, würde ich das sagen, ich habe nie deine Mutter beleidigt. Geh doch auf rap.de, geh doch das Interview gucken, du Idiot. Was, war ich hab doch denen gesagt, du sollst es wahrscheinlich, du Idiot. Wo steht denn was über deine Mutter drin? Dieser Dave, ruf mal Dave an, sag mal, da steht, wo ich deine Mutter drin habe. Das Problem ist, wir haben jetzt natürlich ein kleines technisches Problem. Unsere Telefonanlage macht das nicht mit, wenn ihr beide redet. Ich finde es cool, dass ihr euch gestellt habt, darüber geredet habt. Sehr cool, Jungs. Und wir müssen leider an der Stelle Schluss machen. Aber ich glaube... Ja, Mann, aber hey, ich habe nichts über seine Mutter gesagt. So, er soll nicht sowas in den Raum stehen lassen. Sowas soll keiner denken. Okay, ich bin komm. Ein Mann, ich rede nicht über jemand seine Mutter. Bushido, letzte Antwort drauf und dann war's das für heute. In der Kommune. Ich will dir nur sagen, du bist Berliner, du erzählst immer, du weißt, wie es in Berlin abgeht. Dann weißt du, was mit Leuten wie dir passiert. Okay, alles klar, ciao. Was ist mit mir passiert? Was denn? Also, Bushido. Was passieren werden, weil du ein Faker bist? Du quatschst nur auf Musik, du Hampelmann. Ja, dann schreib noch einen Brief. Du Hampelmann, was Elektro-Ghetto, du Hampelmann? Weißt du was? Ich bin aus Berlin, wie du denkst, du Wichser. Werden wir sehen das nächste Mal. Anabolika-Opfer, Alter. So, das waren jetzt Bushido und Chanel in der Republik. Sehr exklusiv. Ich fand's ja cool, dass die beiden sich diesen Ding gestellt haben. Bushido ist nächsten Samstag hier im Haus auf jeden Fall zu Carlo Koks Noten 2.